Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gab es das erste Update in Season 4 und es war tatsächlich eines der größten Updates, die es jemals in überhaupt irgendeiner Season gab. Das Update war 12 GB groß. Wir haben eine riesige neue Region, das heißt nicht nur einen einzelnen neuen Ort, der nur vielleicht verändert wurde, sondern wir haben wirklich ein ganz neues Biom, eine ganz neue Region, ähnlich wie die Wüstenregion damals in Season 5 reingekommen ist. Und es gibt zusätzlich wieder neue mythische Items, es gibt viele neue Skins, die wir jetzt haben, viele neue Änderungen, die generell auf uns jetzt kommen. Das wird ich euch alles einmal in diesem Video zeigen. Wenn ihr euch in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Und ich würde mich natürlich auch genauso freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Außerdem schaut gerne auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort bin ich auch zurzeit täglich live. Also lasst gerne ein Follow da, um dort natürlich in Zukunft auch nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt alles einmal in-game an. Als erstes gibt es einmal eine neue Änderung in den Settings, beziehungsweise gibt es dort jetzt eine neue Option, und zwar die High-Res Textures. Das heißt, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man bei den Texturen, die es auf der Fortnite-Map gibt, man dort eben halt einstellt, dass sie noch eine höhere Auflösung haben. Ist im Prinzip wahrscheinlich eine Vorbereitung auf Nvidia DLSS und Nvidia RTX, damit man wirklich das maximale grafische Erlebnis aus Fortnite rausholen kann. Das Ganze wird allerdings noch dauern, wahrscheinlich wird es im nächsten Update dann reinkommen. Soll ja während des Septembers noch reinkommen, da haben wir auf jeden Fall Zeit noch, gerade im nächsten Update, was wahrscheinlich dann wieder in 2 Wochen, wahrscheinlich auch am Donnerstag released werden wird. Auf jeden Fall ist das jetzt schon so die erste Option, die wir jetzt neu haben. Des Weiteren gibt es auch Erneuerungen im Itemshop. Dort haben wir nämlich einmal 2 neue Pakete. Das eine ist zwar jetzt nicht mehr ganz neu, trotzdem kann ich das hier nochmal erwähnen. Und das ist ein neues Starterpack. Dort haben wir einmal den Skin hier, das Backpack, die Spitzhacke und natürlich die klassischen 600 V-Bucks, alles für 4 Euro. Zusätzlich dazu haben wir auch noch ein neues Pack, und zwar das Dark Reflections Pack. Dort haben wir einmal 3 verschiedene Skins. Einmal den dunklen Wildcard Skin, den dunklen Jonesy und den dunklen roten Ritter Skin. Das Ganze bekommt man wieder für 16 Euro und zusätzlich dazu gibt es auch noch ein weiteres Paket, was man im Store bekommen kann. Gibt es zurzeit tatsächlich nicht im Battle Royale Store, sondern nur im Rette die Welt Store. Allerdings müsste man das wahrscheinlich auch irgendwo, zumindest auf der Epic Games Website oder vielleicht im PlayStation Store oder anderen Stores bekommen können. Auf jeden Fall, wenn man hier in den ganz normalen V-Bucks Store geht, dann hat man hier das Samurai Scraper Paket. Da hat man nämlich den Zugriff dann zu Save the World, das heißt zu Rette die Welt. Also wenn ihr im Prinzip Rettet die Welt noch nicht habt, dann könnt ihr mit diesem Pack tatsächlich für 16 Euro euch den Zugang zu Rettet die Welt holen. Und es gibt dann eben halt einen Skin, den man sowohl in Rettet die Welt als natürlich auch in Battle Royale benutzen kann. Es gibt eine Spitzhacke dazu, ein Backpack und natürlich hier, glaube ich, solche Tickets, die man für Lamas benutzen kann. Außerdem kann man noch Challenges für 1000 V-Bucks dann damit bekommen und ist insgesamt auf jeden Fall, denke ich mal, ein sehr, sehr nices Pack. Eine weitere Änderung gibt es dann natürlich allerdings auch noch, die den Itemshop betrifft, und zwar wird es demnächst wahrscheinlich ein neues Design für den Itemshop geben. Zurzeit ist das Ganze tatsächlich nur ein Test, allerdings wird es wahrscheinlich, denke ich mal, letztendlich auch reinkommen. Zurzeit ist es tatsächlich so, dass das Ganze nur bei manchen Spielern funktioniert, das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr in den Itemshop geht und dieses Design immer nicht seht. Das ist eben halt zurzeit nur eine Beta, ein kleiner Test, damit ihr mal schauen könnt, wie das Ganze funktioniert, und damit wollen wir eben halt dann schauen, ob das Ganze so passt. Wahrscheinlich wird da vielleicht noch die eine oder andere Sache geändert. Das Besondere bei diesem Itemshop ist eben halt, dass wir jetzt hier einmal im oberen Bereich die Featured-Gegenstände haben und dann nach unten scrollen können und dann uns die Daily-Gegenstände anschauen können. Und es gibt dann eben halt nicht mehr, dass man eben halt vielleicht 5 Items in einem Slot hat, sondern es gibt für jedes einzelne Item im Itemshop einen einzelnen Slot. Und ich denke mal, das könnte auf jeden Fall sehr, sehr cool werden, und ich bin auf jeden Fall schon gespannt drauf, wenn ich das vielleicht auch selbst in-game sehen kann. Und das Ganze ist eben halt nur eine neue Optik, das heißt, es ändert sich an Preisen oder so gar nichts. Man kann hier eben halt unten rechts einmal dann den Preis sehen. Darüber sieht man so einen kleinen Streifen, wo dann eben halt die Seltenheit mit gekennzeichnet wird. Und dann gibt es eben halt hinter jedem Skin einen wirklich schönen Hintergrund, der im Prinzip so ein bisschen das Set dann auch markiert. Finde ich, sieht auf jeden Fall sehr, sehr stimmig aus, und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt schon darauf. Zusätzlich dazu gibt es auch noch ein paar Balance-Änderungen, und zwar haben wir eine neue Änderung bei den normalen Floppern. Da war es ja schon am Anfang der Season so, dass die Theorie herumging, dass sie nur noch 40 Leben bringen sollten. Jetzt ist es so, dass sie eben halt statt den 50 Leben nur noch 40 bringen. Das heißt, mit jedem Flopper werdet ihr nur noch 40 Green Life bekommen können. Das Ganze habe ich noch nicht in-game ausprobiert, allerdings hier laut diesem Leak, laut den Gamefiles, müsste es dann eben halt eigentlich wirklich so sein. Deshalb wundert euch nicht, wenn die Flopper nur noch 40 HP geben sollten. Und es gibt jetzt auch den neuen Vendetta-Fisch, der war ja schon am Anfang der Season geleakt worden, und der hat eben halt die Ability, dass man damit der Gegner im Umkreis sehen kann. Ich weiß gar nicht, ob es über die ganze Fortnite-Map ist, wahrscheinlich nicht, aber so vielleicht so im Umkreis von 100 Metern werden
dann eben halt die Gegner wie im Wallhack mit so einem roten Punkt markiert. Und so hat man dann auf jeden Fall einen ganz guten Vorteil, um Gegner vielleicht zu spectaten. Das Ganze ist ein goldener Fisch, ist allerdings nicht allzu selten. Ansonsten gibt es ja noch den Midas-Fisch. Dazu gab es zurzeit allerdings auch noch keine Spuren. Den hat bisher noch keiner gefunden. Und wird wahrscheinlich auch, selbst wenn er jetzt schon in-game sein sollte, ein sehr, sehr seltener Fisch sein. Das war es natürlich aber immer noch nicht mit den ganzen Leaks, denn wir werden demnächst ein neues Bundle für die Nintendo Switch bekommen, wo wir dann eben halt einmal die Nintendo Switch kaufen können und dann gleichzeitig 2000 V-Bucks und diesen Skin bekommen können. Ist auf jeden Fall ganz nice, also wenn ihr so oder so euch überlegt, vielleicht eine Nintendo Switch zu kaufen und euch dieses Design gefällt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch dieses Paket kaufen, bekommt wie gesagt 2000 V-Bucks auch noch kostenlos dazu und ist, denke ich mal, für den einen oder anderen auch sehr nice. Bevor wir zu den ganzen Map-Änderungen kommen, gibt es nochmal ein paar Informationen zu kommenden Limited-Time-Modis, und zwar werden wir demnächst wahrscheinlich einen Marvel-Modus bekommen. Zurzeit gab es tatsächlich schon einmal ganz kurz einen Modus in-game, irgendwie für so eine halbe Stunde oder so. Ich konnte ihn auch kurz spielen, deshalb könnte ich hier einmal ganz kurz das Gameplay sehen. Dabei hat man im Prinzip, zumindest in diesem Modus, verschiedenste Fähigkeiten von verschiedensten Marvel-Helden, unter anderem beispielsweise von Wolverine, von Venom hat man dort Fähigkeiten, und damit kann man dann im Prinzip wie immer ursprünglich im Knockout-Modus ganz einfach gegen Gegner fighten, und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spielprinzip. Wird es natürlich auch noch unterschiedliche andere Variationen wahrscheinlich geben. Zurzeit wurde der Modus allerdings auch wieder deaktiviert. Wann das Ganze wieder reinkommt, ist zurzeit noch unsicher. Auf jeden Fall könnt ihr hier mal so einen ganz kurzen Einblick darauf bekommen. Dann schauen wir jetzt uns als nächstes mal die ganzen Map-Änderungen an, denn dort gibt es, wie gesagt, auch eine Menge neue Map-Änderungen. Unter anderem haben wir einen kleinen neuen Ort, der jetzt hier wieder reingeschnitten wurde. Dort sind jetzt auch wieder natürlich Rifts hier in der Nähe. Der Ort sollte wahrscheinlich tatsächlich hier oben eingefügt werden. Allerdings natürlich, dadurch, dass das eine Schräge ist, ist er dann letztendlich hier runtergerutscht. Weshalb er sich jetzt hier befindet, gibt es auch wieder ein paar Kisten. Hier auch in den Büschen ein paar Kisten. Und hier kann man auf jeden Fall jetzt auch den nächsten Lootout wieder besuchen und so nochmal eine kleine Hinzufügung zum Game. Allerdings gibt es das Ganze auch nochmal in riesig, allerdings wahrscheinlich tatsächlich nicht vom gleichen Helden, denn das wurde wahrscheinlich von einer anderen Person letztendlich ins Game gebracht, und wir haben jetzt von Iron Man ja bereits diese ganzen Beacons gehabt, die dann eben halt so eine grüne Sphäre erzeugt haben, die jetzt eben halt tatsächlich auch ausgeschaltet wurden. Und hier hatten wir ja auch auf dem Plan gesehen, dass der anscheinend wahrscheinlich eine Wurmloch plant und hier das Universum von Marvel mit dem Universum von Fortnite verbinden will. Das Ganze hat er jetzt tatsächlich innerhalb dieser 2 Wochen auch geschafft zu bauen, und dementsprechend haben wir jetzt im Prinzip ein riesiges Stückchen aus der Marvel-Welt in Fortnite drin. Müsste wahrscheinlich irgendwo hier so Region New York sein oder da, wo Iron Man auch immer wohnt, aber ich glaube, es müsste eigentlich so New York sein, wo das letztendlich in den Marvel-Büchern spielt, beziehungsweise in den Marvel-Comics spielt. Und hier haben wir einmal in dieser Welt die Stark Industries Gelände. Dort haben wir einmal so ein kleines Hangar hier mit natürlich ordentlich Kisten drin. Dann haben wir einmal hier das Main-Gebäude, wo natürlich dann auch letztendlich Iron Man selbst drin vorzufinden ist. Er hat auch 2 mythische Fähigkeiten, und zwar einmal so eine Beam, der eben halt tatsächlich ziemlich guten Damage macht. Ist zurzeit auch sehr, sehr gut besucht. Beispielsweise hier in der Runde sieht man es auf jeden Fall schon mal. Dort gehen tatsächlich ordentlich welche hin. Wie gesagt, hier gibt es auf jeden Fall 2 Fähigkeiten. Einmal so eine riesige Beam, der dann eben halt so 90 Damage, glaube ich, macht, und zusätzlich dazu gibt es dann auch nochmal die Iron Man Handschuhe, die dann 20 Damage machen, allerdings eben halt deutlich schneller schießen können. Der Beam hat, glaube ich, irgendwie so 30 Sekunden Reload Time, und dann gibt es hier auch noch neue Autos, die tatsächlich etwas schneller fahren können. Die haben eine Maximalgeschwindigkeit von 85 km/h oder was auch immer das genau für eine Einheit ist, haben auch ein leicht anderes Design als die normalen Whiplashes, und zusätzlich dazu haben die unendlichen Tank, und der Boost kann sich im Prinzip wieder immer auffüllen. Das heißt, man hatte eine gewisse Zeit, wo man boosten kann. Danach muss man wieder warten, bis man das nächste Mal boosten kann. Die laufen dann des Weiteren natürlich auch die Stark-Robots rum, ähnlich wie bei den ganzen Quinjets, und die haben dann eben halt genau den gleichen Loot. Und es gibt natürlich hier auch in diesem Ort einen Tresor, der sich hier hinten in diesem Gebäude befindet, und den kann man natürlich mit Iron Mans Karte dann durchsuchen. Und hier drin sind tatsächlich auch die Special-Kisten von Iron Man, die sehen auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus und haben, glaube ich, sogar leicht besseren Loot als die ganz normale Ghost und generell die ganzen Henchman-Chests. Und
Auf jeden Fall finde ich, ist es ein sehr, sehr nicer Ort. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze vor allem so in der Arena entwickeln wird. Es scheint zurzeit tatsächlich so, dass die ganzen Items jetzt im Prinzip neu drin sind, nicht in der Arena drin sind. Wie das mit den Whiplashes ist, also mit diesen ganzen Iron Man Autos, weiß ich natürlich nicht. Der Tresor wird wahrscheinlich auch in der Arena drin sein, aber die ganzen mythischen neuen Fähigkeiten werden nicht drin sein, denn es gibt unter anderem auch noch eine Fähigkeit von Thor, womit man dann eben halt einmal einen Hammer werfen kann, ähnlich wie beim Junk Rift, zerstört dann alles, wo er durchfliegt, und macht dann irgendwie so 60 Damage, dementsprechend im Prinzip wirklich genau die gleiche Fähigkeit wie beim Junk Rift, und der würde eben halt auch wahrscheinlich nicht in der Arena drin sein, beziehungsweise habe ich ihn eben halt dort tatsächlich noch nicht finden können, und genau das gleiche natürlich auch mit den Iron Man Fähigkeiten, deshalb seid da nicht besorgt, dass es irgendwie Arena Competitive Modis kaputt machen kann, denn entweder wird das Ganze genervt bis in 2 Wochen oder es kommt eben halt überhaupt gar nicht in die Arena rein, denn wie es ja auch in der letzten Season schon angekündigt wurde, wird es eben halt immer so sein, dass im normalen Modi, dann also in den ganz normalen Solo-Duo-Squad-Modis, dann die neuen Waffen reinkommen und die ganzen Waffen dann eben halt erst so nach ungefähr 2 Wochen frühestens reinkommen können, angepasst werden können, notfalls in der Zeit und dann eben halt alles auf Bugs und so getestet werden kann. Und dann gibt es hier eben halt in der Region neben den Stark Industries Gebäude auch noch ein paar weitere Hütten, wo natürlich auch ordentlich Loot drin ist. Hier haben wir nämlich einmal auch, glaube ich, das Gebäude von Iron Man selbst, wo hier auch noch ein Keller drin ist. Dort gibt es unter anderem auch einmal hier so ein paar Baupläne für seine Anzüge wahrscheinlich. Hier steht auch, glaube ich, irgendwo in der Ecke ein Anzug rum, genau hier an dieser Stelle. Und das ist auf jeden Fall so die ganze City rund um Iron Man. Sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr cool aus. Alles in einem wunderschönen Herbststil mit schönen orangen Blättern. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Dieser Ort hat natürlich jetzt Francie und Obstgarten ersetzt. Ansonsten wurde damit im Prinzip nichts zerstört. Craggy existiert hier noch ganz normal. Das heißt, mein Landing Spot ist auf jeden Fall für Trios auch gesaved. Wir landen nämlich immer hier. Dementsprechend hat man hier nur die große Wand, die man natürlich ein bisschen überwinden muss, und hier drin kann man natürlich ordentlich looten. Hier oben landet, glaube ich, auch mit ziemlich hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ein Quinjet immer, neben den 4 normalen Quinjets, und es gibt neben den ganzen Sachen auch noch eine weitere Neuerung, die kann ich euch jetzt wahrscheinlich allerdings auch nicht im Replay-Mode zeigen und ist auch relativ schwierig zu finden, und zwar sind das die Drohnen von Galactus. Der müsste ja auch noch irgendwo da hinten im Himmel sein, dort sehen wir ja Galactus, das wird by the way von Tag zu Tag auch immer größer. Und der hat im Prinzip schon seine Drohnen jetzt vorgeschickt, und die Drohnen sind eben halt ziemlich stark, haben relativ viele Leben, haben Auto-Aim und alles, und das Besondere ist eben halt, dass wenn man die killt, man extrem guten Loot bekommt. Man bekommt nämlich, glaube ich, so ungefähr 3 epische Waffen und eine legendäre Waffe. Ich hatte jetzt gesehen, dass beispielsweise einmal ein Rocket Launcher, eine AR rausgekommen ist, eine Pumpgun und dann eben halt noch eine Tech-SMG rausgekommen ist. Also ich glaube wirklich, wenn man den einmal killt, dann hat man den besten Loot, den man eigentlich jemals brauchen kann. Allerdings, wie gesagt, ist es sehr, sehr schwierig, das Ganze zu fighten. Würde es definitiv nicht in der Arena geben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und dementsprechend hat man Rocket Launcher zurzeit auch nur wieder in den normalen Modus zurück, in Arena, und so wird er weiterhin auch nicht drin bleiben. Wie gesagt, in 2 Wochen würde es sich dann entscheiden, ob das Ganze letztendlich in Arena reinkommt. Und soweit sind es eigentlich die ganzen News, die wir jetzt haben. Es gibt noch einen kleinen weiteren Ort, der jetzt reingekommen ist, wo wir auch eine kleine Challenge machen können. Dieser Ort befindet sich hier wieder ganz auf der südlichen Seite, im Prinzip da, wo vorher der Rohrmann sich befunden hat, und zwar geht das Ganze hier wieder um die Zwerge. Dort gibt es anscheinend irgendwie gerade so eine Auktion, und ich glaube, wenn man hier hingeht, dann bekommt man eben halt 25.000 XP, mehr muss man dann auch wieder nicht machen, und hier steht im Prinzip nochmal ein Slurpcan, das man natürlich wahrscheinlich dann auch nochmal benutzen kann, um ein bisschen Schild zu bekommen. Insgesamt war das aber natürlich eine Menge, die jetzt neu in diesem Update reingekommen ist. Ich hoffe, in 2 Wochen wird es dann wieder eine ähnlich große Änderung geben. Natürlich muss es nicht wieder sein, dass genau das gleiche große reinkommt, sondern vielleicht an einer anderen Stelle, vielleicht ein kleines Untergrundlabor, vielleicht eine kleine Stadt, die geändert wird oder so. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, und ich denke mal, wir werden jetzt alle 2 Wochen dann immer wieder neue Bosse erhalten, und ich glaube, es könnte insgesamt eine sehr, sehr nice Season bleiben. Wenn ihr ja natürlich in Zukunft nichts weiteres hiermit verpasst wollt, zu allen neuen Map-Änderungen, zu allen neuen Updates, die in Fortnite reinkommen, lasst hier gerne ein Abo da. Schaut, wie gesagt, nachher auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei, und dann war es mit dem Video, und bis zum nächsten Mal. Ciao.